Samstag, den 31. Oktober 2015, kam es in Spielfeld zu einer Demonstration gegen die Regierung und deren Flüchtlingspolitik. Kritisiert wurde vor allem der völlig unkontrollierte Strom der Flüchtlinge nach Österreich. Auch dass es Österreicher gibt, denen es nicht gut geht und denen nicht geholfen wird, war ein Thema. Wir schätzen, dass ca. 600 bis 800 Menschen dem Aufruf folgten und zur Demo kamen. Die Demonstranten versammelten sich am Bahnhof in Spielfeld und dann ging es Richtung Grenze. Von den Organisatoren wurde aufgefordert, Alkoholverbot, Vermummungsverbot und einen geordneten Marsch zur Grenze durchzuführen. Mit Parolen wie Festung Europa, Mach die Grenzen dicht, Wir sind das Volk und Fehmarn raus, ging es dann Richtung Grenze. Kurz nach dem Start stellte sich eine kleine Gruppe von Gegendemonstranten in den Weg. Mit witzigen Tafeln versuchten sie dagegen zu halten. Die Polizei hatte die Lage aber sehr gut im Griff und das Grüppchen musste den Weg freimachen. Danach ging es bis kurz vor die Grenze, wo die Initiatoren der Demo noch Reden hielten und auch andere sagen konnten, was sie wollten. Alles in allem doch ein Zeichen dafür, dass sich immer mehr Bürger Gedanken und Sorgen über die Flüchtlingsströme machen. Na, wir haben heute diese Demonstration abgehalten, aus diesem Grund, weil die Regierung total versagt hat. Die österreichische Situation ist natürlich komplett unlogisch, was die Politiker in der Regierung machen. Wir haben Arbeitslose, wir haben Obdachlose, wir haben Rekordschulden und etc. Wir geben Millionen aus für die EU, keiner weiß, wo das Geld hingeht. Dann machen sie die Grenzen auf, lassen unkontrollierte Asylanten einziehen. Das geht nicht. Zum Schutze des Volkes muss natürlich eine Grenzkontrolle stattfinden, was die Gewährleistung sichert, dass das Volk geschützt wird. Deswegen stehen wir heute auf der Grenze und demonstrieren genau hier. Aber es geht jetzt nicht nur um die Asylanten-Probleme, sondern es geht um das ganze Problem, was in Österreich herrscht. Ne? Sie haben Österreich vergessen, sie haben den Bürger vergessen, sie sind fanatische Fans anscheinend von der Frau Merkel in Deutschland. So kann das nicht weitergehen. Deswegen, wir müssen da jetzt auf die Straßen gehen und ein Zeichen setzen.